Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Sitzfläche. Oh, das ist schlimm, überall habe ich so Metallspäne. Ich glaube, das ist von einem Tacker, kann das sein? So, wir machen das jetzt am besten erst einmal hier vor, weil dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir das schon dran haben. So, das machen wir einfach, indem wir erstmal ein bisschen Heißkleber auf den Finger machen. Nein, natürlich nicht. Einfach hier ein bisschen Heißkleber vorne an die Punkte, wo es dann halt anschließt und dann einfach hier vorne dran drücken. Das reicht schon. Jetzt habe ich es natürlich genau andersrum. Ist aber nicht schlecht, weil hier unten habe ich dann keine Tackernadel. Teufel, noch eins, was für ein Schachzug. Hannes, da hast du dich mal wieder selber ausgetrickst. So, jetzt wollen wir noch das hier befestigen. Das machen wir auch mal ganz kurz und schmerzlos mit Tackernadel. Hier ein paar mehr verwenden. So, da kann man so ein bisschen sehen, wie viele ich da jetzt reingejagt habe. Hätte ich den Stoff noch mal voll bügeln sollen, ne? Das ist eh zu spät. So, dann, dann müssen wir das einmal hier ein bisschen einschlagen und ist das diese Kante hier vorne. Die soll ja auch schön aussehen. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen tricky. Ich glaube, wir machen erstmal das hier an der Rückseite nochmal fest. Einmal grob. Übrigens nach Möglichkeit nicht hier rein tackern, weil wir da nachher noch Schrauben reinmachen müssen. Zur Befestigung der Rückenlehne. Die hält leider nicht so. So, jetzt habe ich das einmal grob und dann müssen wir das einmal hier ein wenig kaschieren. Also ich habe das jetzt erst einmal hier so leicht, ich hoffe, man erkennt das, so leicht schräg, dann mache ich das so, dass ich nochmal falte und dann hier rüber. So habe ich eine einigermaßen gute Kante. So, jetzt geht es natürlich darum, dass wir das hier vorne einigermaßen ordentlich haben wollen. Der erste Schritt ist, dass wir das einmal hier so ein bisschen einschlagen. Hier ist die Vorderseite, ne? Und dann einmal fest. Zack. Und dann ziehe ich das einmal hier so leicht rüber. Nummer 2. Und dann nochmal so leicht schräg rüber. Das sieht nicht besonders schön aus. Aber wenn man so von vorne guckt, dann ist doch diese Seite hier echt okay, ne? So. Die Sitzfläche machen wir dann weiter wie folgt, dass wir einfach ja, hier so ein bisschen das runterziehen und dann einfach. Und hier ist ja die Rückseite, da brauchen wir eigentlich nichts großartig schön machen. So. Dann die andere Seite. Einmal so. Und so, also das heißt einmal so 45 Grad festhalten mit einem Finger und dann ungefähr gerade nochmal umschlagen und rüberziehen.
Und dann kommt die andere Seite rüber. Also hier brauchst du nicht nochmal, hier brauchst du nicht nochmal umschlagen. Hier sind halt nur wichtig, dass halt die Bohrlöcher, die hier sind, dass die nicht verdeckt werden durch den Stoff. Ne? Das ist wichtig. Zack. Und ein bisschen ziehen. So, und wer es hier hinten auch noch schön haben mag, im Prinzip reicht das, wenn das irgendwie, ja, wenn das irgendwie so aussieht. Wie gesagt, hinten fehlt kein Hahn nach, das sieht man eh nicht. So, damit wäre im Prinzip unsere Polsterarbeit abgeschlossen. Zum Glück. Unser nächster Schritt sieht aus, dass wir jetzt die beiden Seitenteile an die Sitzfläche dran schrauben wollen. Dafür legen wir erstmal das Rückenteil beiseite, das brauchen wir erstmal nicht. So, und dann ist es natürlich wichtig, wieder zu wissen, welches die Außenseite ist, welches die Innenseite. Hier hatte ich mir das markiert, dass hier die Innenseite ist. Also kommt dieses Teil hier dran. Die machen wir gerade erstmal zur Seite. Wie mache ich das Ganze jetzt zusammen? Nach meiner Anleitung, ich mache das halt so, dass diese beiden Teile, einmal die Sitzfläche, also das heißt die Unterseite der Sitzfläche und das Seitenteil, dass die ungefähr auf einer Höhe sind. So, dafür muss ich mir das so ein bisschen auf die Seite legen. Und dann nehme ich mir meine Schrauben und den Akkuschrauber und dann drücke ich das so ein bisschen zusammen und schraube das einmal fest. So, jetzt haben wir die eine Seite schon mal fest. Und zwar gucken, ob das so passt. Hier vorne sieht das auch gut aus. Wunderbar. So, dann kommt die andere Seite. Und da ist hier die Innenseite. Dafür brauchen wir dann auch wieder die Schrauben. Auf der Seite hier bündig anlegen. Mal gucken, dass es hier unten halbwegs passt. Und dann schrauben wir das Ganze fest. Jetzt bin ich hier nicht ganz bündig. Und das wird hoffentlich nicht schlimm sein. So, dann gucken wir mal, ob das schon mal so passt, ob der wackelt. Ja, er wackelt leider ein bisschen. Das heißt, da müssen wir dann nochmal ein bisschen nachhelfen. So passt das. So, und dann hoffen wir, dass er nicht in das alte Loch reinrutscht. So. Ja, wunderbar, das passt. Das passt soweit. Wunderbar. So, jetzt haben wir das schon mal dran. Und dann geht's gleich weiter mit dem Rückenteil. So, jetzt müssen wir noch die Rückenlehne hier einigermaßen gut befestigen. Das Ganze machen wir, indem wir uns einfach einmal hier unten eine Schraube als Gegenstück reinschrauben. Ich zeige das gerade einmal. Seite genauso.
Ne? Ja, mit einer Hand ist es doch etwas schwierig, das dann auch so hinzukriegen, dass die Kamera das sieht. Also ich habe einmal hier unten das. So, und dann auch, dass die Schrauben hier ruhig so ein bisschen noch herausstehen. Die Sitzfläche selber, beziehungsweise die Rückenlehne, nicht die Sitzfläche, die Rückenlehne selber. Ich habe hier schon Löcher vorgebohrt, allerdings habe ich beim ersten Versuch festgestellt, dass die leider etwas zu hoch sind. Da ist mir das Holz dann einmal gesplittert. Darum nehme ich jetzt nochmal meinen Bohrer, bohre vor und dann bohre ich nochmal neue Löcher, die dann hoffentlich besser sitzen als die vorherigen. So, warum habe ich jetzt hier Schrauben hinter gemacht? Einfach aus dem Grund, die Sitzfläche selber ist so von der Platte her, dass die hinten im rechten Winkel ist. Wenn ich jetzt eine Platte mit einer Schräge dran schrauben will, dann neigt diese Platte dazu, nach vorne zu kippen, also mache ich das dann so. Fertig ist die Sitzfläche und die Rückenlehne und die Seitenteile. So, jetzt kommt das kleine Extra-Paket. Dafür brauchen wir nochmal die Heißklebepistole und ja, der angepriesene Moltenstoff, den ich dir empfehlen würde, oder halt irgendwie schwarzen Filz. Ich habe hier schon mal das passende Stück vorbereitet. Das möchte ich jetzt hier noch zum Abschluss des Ganzen draufkleben, weil ich finde, es sieht einfach schöner aus als halt so eine, ja, nackte, getackerte, geschraubte Rückseite. Die Heißklebepistole ist zum Glück schon heiß. Ich werde mal hier einfach ein bisschen Kleber auftragen. Können wir eigentlich auch gleich hier einmal zack ringsherum. Und dann geht das Ganze los. Beim Molten so ein bisschen aufpassen. Es gibt eine raue Oberfläche und eine etwas weichere. Ich würde dir empfehlen, dass du die etwas rauere zu dir hinwendest. Das heißt also, dass diese Seite dann außen ist, die raue Seite. So durchkriege, ich hoffe, dass es nicht vorher kalt ist. Ich merke schon selber, wie mir sich ein bisschen bei mir die Ungeduld einstellt. Ich will dieses Projekt gerne fertig haben, denn ich bin schon ganz gespannt, wie es denn aussieht. Vor allen Dingen auch, was du dazu sagst und wie du die Anleitung insgesamt findest. So, jetzt holen wir natürlich dann auch nochmal die Seiten dementsprechend mit einem schönen Stückchen verzieren. Gucken wir mal, wie groß das sein muss. Ich mache das gerne mal so Pi mal Auge. Das war nicht immer unbedingt die beste Methode. Mir werden die Stückchen sicherlich auch nicht ganz gerade. So, stellen wir mal hier ab. Schnipp. Und dann. Ja, das passt auch schon ganz gut. Also die Kanten abrunden, finde ich auch immer ganz schön. Nachher sieht man das eh nicht mehr, beziehungsweise man achtet einfach nicht mehr drauf. Aber ja, ist
trotzdem ganz schön, auch solche Kleinigkeiten wie hier dieser kleine Kante hier noch dran ist. So, also ganz gerade ist es immer noch nicht. Da kommt ja der kleine Perfektionist durch. So, ja, das reicht doch. Heißkleber. Oh, jetzt ist das dicker. So. So, mal nachtanken hier. Nicht runterfallen, bitte. Vielen Dank. Oh, das ist sauer. Wer hat das denn zugeschnitten? Das ist ja total schief. So, mach das gerne immer, dass ich dann nochmal so. Ganzen Fäden hier von der Heißklebepistole. Das sind einmal Falte und Glattstreiche, die Falz. Weil dann hat man ungefähr so eine gerade Kante. Weil das hier jetzt auch nicht ganz zutrifft. Aber wir kriegen das schon hin. So. Wundergut. Dann machen wir das hier oben noch ein bisschen rund. Dann können wir es dann schon aufkleben. So, diese Reste, die können wir dann auch noch mal ein bisschen kürzen und dann auch noch mal umkleben. So, und wenn ihr dann da in solchen gefährlichen Kanten seid, wo ich ein Stückchen Stoff nehme, dann damit dann das irgendwie festdrücken, bevor ihr euch dann die Pfoten verbrennt oder du dir die Pfoten verbrennst, wie sage ich immer wir. Ist doch hier kein Stream. Persönliche Ansprache, also was ganz Tolles. So, und wer es jetzt noch schöner machen will, der kann sich unten drunter noch mal so Streifen machen, die dann noch mal das so ein bisschen abdecken und schützen. Das muss auch nicht super gerade sein. Einfach nur, damit diese Tackernadeln den Untergrund, wo das immer draufstehen soll, dann schützen. Ne? Also es muss auch nicht super gerade sein. Also wenn dann da einer drunter guckt, der hat am Pech gehabt. Ne? Also ich würde es eher außen hinkleben, weil ja, ich denke, das ist, falls man noch irgendwie irgendwelche nicht so schönen Stellen da hat, die nicht schön geworden sind hier unten drunter, wo halt eine Wulst ist oder sowas, dann wird das da sicherlich auch nochmal irgendwie verdeckt. Also kann ich mir jedenfalls vorstellen. So, jetzt ist das hier natürlich zu klein, Hannes. Dann machen wir doch mal was Neues. Ne? So. Gerade ist was anderes. Aber soll nicht
spüren. Ich finde es gut. So. Machen wir hier diese Stelle ein bisschen, weil der Heißkleber doch rauslugt. Und damit wäre dann unser Sofa fertig. Tadadada. Jetzt müssen wir noch den Dreck beseitigen, der hier noch drauf ist. Ja, und dann schauen wir uns das vielleicht nochmal in der Gesamtheit an. Ich hoffe, dir hat dieses Do-It-Yourself-Projekt sehr gefallen. Ich finde, mir ist dieser Sessel eigentlich ganz gut gelungen, dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht polstern kann. Mich würde es freuen, wenn du mir einen konstruktiven oder überhaupt einen positiven Kommentar dalassen würdest. Mich würde auch sehr freuen, wenn wir uns beim Handpumpenforum über den Weg laufen würden. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.